Was passiert, wenn Mieter ihre Wohnungsmiete nicht mehr bezahlen können? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederick, ich bin Fachanwalt für Mietrecht und wir haben hier die ersten Fragen auch von besorgten Mietern, die ihre Miete nicht bezahlen können. Deswegen mache ich dazu auch noch mal ein Video. Sie müssen sich da Folgendes klar machen: Wohnungsnot droht noch nicht. Gehen wir mal von dem schlimmsten Fall aus. Sie schaffen es wirklich jetzt über mehrere Monate die Miete nicht zu bezahlen. Was ich mir nicht vorstellen kann, denn es sind ja Maßnahmen der Regierung angekündigt worden. Ich denke, dass bestimmte Geldzahlungen zeitweise vielleicht nicht funktionieren, aber ich glaube, dass das relativ schnell auch wieder in Gang kommt. Aber stellen wir uns vor, wenn es entsteht ein Rückstand, wenn Sie die Miete also nicht pünktlich zum Monat, zum dritten, die meisten Mieten müssen am dritten Werktag eines Monats beim Vermieter sein, wenn Sie das nicht hinbekommen, passiert erstmal noch gar nichts. Der Vermieter hat noch kein Kündigungsrecht. Erst wenn das in den nächsten Monat geht, also wenn es insgesamt dann auf einen Rückstand von mehr als einer Miete anwächst, wird es kritisch. Ich habe oft genug hier Videos gemacht zum Thema verspätete Mietzahlung, Kündigungsrecht des Vermieters. Sie erinnern sich aber, dass ich da auch immer gesagt habe, Sie brauchen einfach nur wegen der Verspätung, brauchen Sie mal eine Abmahnung. Ja, also das können Sie zumindest abwarten. Und auch da würde ich sagen, werden die Gerichte, wenn der Vermieter gleich eine Abmahnung macht und dann zwei Tage später kündigt, werden die Gerichte das bei einmal Verspätung noch dazu in dieser Situation nicht als ausreichend ansehen. So. Jetzt die andere Situation, Sie können die Miete einfach nicht bezahlen, es steht ein Zahlungsrückstand und es entsteht dann in der nächsten Monat der nochmal, weil Sie immer noch nicht die Miete zahlen können. Wenn Sie überhaupt zahlen können, gleichen Sie bitte so weit aus, dass es unter einer Monatsmiete bleibt, der Rückstand. Ja, dann sind Sie safe. Ja. Wenn Sie ohnehin immer schon Mängel in der Wohnung hatten, müssen Sie überlegen, ob Sie jetzt mal die Geld machen, um vielleicht über Mietminderung noch ein bisschen Rückstand zu dezimieren. Ja, sowas vielleicht. Aber man verärgert dadurch natürlich auch jetzt den Vermieter, was vielleicht kein guter Zeitpunkt ist. Das müssen Sie im Einzelfall abschätzen. Nehmen wir an, der Vermieter kündigt fristlos, weil Sie zwei Monate lang die Miete nicht gezahlt haben. Das kann der. Die kündigen meistens fristlos, hilfsweise ordentlich. Die fristlose Kündigung kriegen Sie weg, indem Sie später, bis spätestens zwei Monate, nachdem die Klage bei Ihnen ist, was jetzt im Moment alles nicht so leicht und so schnell passiert, die Miete vollständig ausgleichen. So kriegen Sie die fristlose weg. Die hilfsweise ordentliche, da kommt es darauf an, inwieweit immer den Zahlungsausgleich, späteren Zahlungsausgleich vorausgesetzt, kommt es darauf an, inwieweit Sie daran ein Verschulden trifft. Und da würde ich bei den bisherigen Maßstäben der Gerichte davon ausgehen, dass wenn Sie das nachweisen können, dass das die aktuelle Situation von Corona war, Sie alles unternommen haben, um die Kohle zum Vermieter zu bekommen, dass Sie dann kein Verschulden trifft, sodass die spätere vollständige Nachzahlung der Miete sowohl die fristlose als auch die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung beseitigt in ihrer Wirkung. Das wird jedenfalls kaum ein Vermieter durchfechten, ja, wenn er sein Geld hat, weil das ist wirklich zu riskant. Würde ich dem Vermieter umgekehrt, ich mache auch noch ein Video übrigens für Vermieter, nicht, dass die Vermieter hier BF, nicht, dass gleich wieder Proteste hagelt, für die mache ich auch noch, ja, die kriegen auch noch ihr Video als Vermieter, was sollen sie tun und so weiter. Vermieter haben auch eine schwierige Situation, denn die Kredite laufen auch weiter, ja. Wir sind jetzt aber bei den Mietern, also ist da aus meiner Sicht jetzt die ganz dramatische Gefahr nicht gegeben. Der Gesetzgeber denkt über bestimmte Szenarien nach, zum Beispiel irgendwelche Verpflichtungen auszusetzen und so weiter, Kraft Gesetzes, ein Kündigungsstopp Kraft Gesetzes. Das ist aus meiner Sicht schwierig, weil das würde alle Mieter gleichermaßen treffen, egal jetzt mal, warum die nicht zahlen. Ja? Und jetzt, ich meine, die jetzt kein Problem haben, und es gibt genug, die kein Problem haben, warum sie jetzt ihre Miete nicht zahlen sollen. Ja? Also insofern, der Vermieter gerät ja auch schnell in eine Schieflage. Wir haben viele kleine Vermieter mit ein, zwei Wohnungen, für die ist es auch problematisch. Insofern würde ich sagen, Kündigungsstopp im Moment, also eine Aussetzung der Kündigungsmöglichkeiten, schwierig. Zumindest müsste das an bestimmte Bedingungen geknüpft werden und müsste das genauer spezifiziert werden. Also so ganz pauschal als Sofortreaktion zwar
vom Mieterbünden gefordert und ich bin da aber ein bisschen skeptisch. Ja? Da möchte ich erstmal sehen, wie das Gesetz dann aussehen würde. Also würde ich jetzt denken, mit dem normalen Besteck, wenn das jetzt nur ein, zwei Monate krisenhaft bleibt, würde das gehen? Sollte das auf lange Sicht ein Problem werden, können wir es aber auch nicht über einen Kündigungsausschluss machen, sondern dann geht es auch nur über, dann muss der Staat halt eingreifen, macht er jetzt ja auch schon. Ja? Aber das kann man jetzt nicht einseitig auf dem Rücken der Vermieter machen und das wäre aus meiner Sicht auch verfassungswidrig. Ja, da muss ein Ausgleich gefunden werden zwischen den wechselseitigen Interessen und die Mieter und Vermieter sind nicht so unterschiedlich betroffen von der ganzen Geschichte. Der Vermieter, stellen Sie sich vor, der hat eine Wohnung zur Altersvorsorge, finanziert den Kredit über die Miete, wo ich immer schon ein bisschen abgeraten habe. Ich habe ihn ja immer schon gesagt, ich war früher immer Mieter, nun jetzt nicht mehr, aber ich war immer gerne Mieter, weil ich gesagt habe, bleibt mal flexibel. Ja. Aber nehmen wir an, der Vermieter macht das so, dann kann der auch schnell in eine Schieflage kommen, wenn er ja zum Beispiel vielleicht auch seinen Job verliert. Ja. Muss man auch mal dran denken, als wütender Mieter oder als Gesetzgeber. Das wäre einseitig auf dem Rücken der Vermieter nicht mein Weg. Ja? Aber gucken wir mal, was da kommt. Mieter können ja hoffen erstmal, dass die Regierung da irgendwas machen wird in dem Bereich. Schauen wir uns das an und ich werde davon berichten und ich werde auch berichten, wie man das nutzt. Und ich werde auch jetzt, Achtung, Vermieter, Tipps geben, was macht man, wenn die Zahlungen des Mieters ausbleiben und man da selbst in Probleme gerät. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal und drücken Sie da auf diese Glocke rauf, ja, dass Sie diese Glocke haben, weil ich zweimal am Tag ein neues Video mache zum Thema Corona. Wir machen auch demnächst wieder einen Livestream und beantworten die aktuellen Fragen und es gibt auch ein Zuschauerfragen-Beantwortungsvideo. Tschüss.